Mein Name ist Timea, ich bin 25 Jahre alt und Masterstudentin der Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München. Ich habe schon immer Mathe, Physik und Informatik geliebt und Elektrotechnik ist ein Studiengang, der alle drei Fächer vereint. Ich habe mich dann für die Technische Universität München entschieden, weil ich in München geboren bin und hier lebe und somit praktischerweise eins der besten Universitäten direkt vor meiner Haustür habe. Außerdem liebe ich das Ambiente an der Universität, die großen Hörsäle und man kann unterschiedliche interessante Leute kennenlernen. An meinem Studiengang mag ich vor allem die Flexibilität, sprich ich kann meine Vorlesungen selber wählen und somit auch meinen Schwerpunkt und ich kann im späteren Verlauf auch meinen Schwerpunkt wechseln. Neben dem Studium gibt es auch Projekte, wie zum Beispiel in den ersten zwei Semestern das Advisor-Programm. Das ist ein Soft-Skill-Programm für Elektrotechniker. Hierbei wird in dem ersten Semester Soft-Skills erlernt, wie zum Beispiel Teamarbeit oder Präsentationen halten und im zweiten Semester konkret an einem Problem, zum Beispiel im Sudoku-Roboter, angewendet. Zurzeit arbeite ich an meiner Masterarbeit. Hierbei untersuche ich das Sensitivitätsverhalten von einem Energiesystemmodell. Sensitivität ist die Untersuchung der Auswirkung von einer Eingangsdatei auf die Ausgangsdatei. Außerdem arbeite ich als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für erneuerbare und nachhaltige Energiesysteme. Hierbei kann ich die erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse auch praktisch anwenden und auswerten.